Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei cafotos.de und damit willkommen zurück zu den Lightroom Secrets. In der letzten Folge hatte ich euch bereits die Verblassen-Funktion vorgestellt und auch heute möchte ich euch nochmal eine Funktion zeigen, die ein bisschen versteckt ist, wo man eigentlich wissen muss, dass es überhaupt gibt oder wo man wissen muss, wofür sie da ist. Und wenn man die benutzt, dann kann man doch ein ganzes Stück schneller arbeiten, insbesondere wenn man mit Tastaturbefehlen arbeitet. Was das ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht es um die Organisation eurer Fotos. Ihr wisst ja, dass die Bilder in Lightroom so abgespeichert oder ja, referenziert sind, wie sie auf der Festplatte liegen. Sprich, die Festplattenstruktur ist hier an der Seite zu sehen. Bei mir ist es jetzt nur ein Ordner, der hier importiert wurde, der originale Ordner. Und ich organisiere dann meine Sammlungen oder meine Bilder in Sammlungen. So heißt das Ganze in Lightroom. Ich habe jetzt hier eben Sammlungen, die von Lightroom selbst befüllt werden aufgrund irgendwelcher Kriterien. Aber ihr könnt euch natürlich auch selbst Sammlungen anlegen. Und so eine Sammlung habe ich jetzt hier schon mal angelegt. Dort sind 4 Bilder drin. Ich möchte aber jetzt gerne in eine weitere Sammlung, nämlich hier meine Sammlung, 2 Bilder von diesen hier reinwerfen. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, ich kann die nehmen, entweder eins oder mit einem Shift-Klick, beide Bilder nehmen und hier reinschieben. Das kennt ihr. Was aber auch geht, wenn man nur mit Tastaturbefehlen arbeiten möchte, und das mache ich meistens, man markiert sich, und das ist jetzt eigentlich dieser Trick an der Sache, diese Sammlung hier mit einem Rechtsklick und dann als Zielsammlung festlegen. Und dann seht ihr hier, erscheint so ein Plus-Symbol. Und dieses Plus-Symbol bedeutet jetzt, dass jedes Bild, egal wo ich mich in Lightroom befinde, welches sich mit dem Tastendruck B wie Bertha markiere, eben in diese Sammlung reingeworfen wird. So, jetzt würde ich dieses Bild auch noch markieren. Ihr seht das dann auch daran, dass hier oben solch ein Kreis erscheint. Das bedeutet, das Bild befindet sich in einer Sammlung. Und hier sehen wir jetzt eben die beiden Bilder. Und wenn ich das Bild hier nicht mehr haben möchte, dann drücke ich auch hier die Taste B und dann verschwindet das wieder aus der Sammlung. Und so kann ich durch meine ganzen Bilder schnell mit den Pfeiltasten durchgehen und eben immer dann die Taste B drücken, wenn das Bild in die entsprechende Sammlung reingeworfen werden soll. Also ihr seht, enorme Zeitersparnis, wenn man diesen Trick sich zunutze macht. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für diese Folge der Lightroom Secrets. Wenn euch das Video gefallen hat, dann tut mir doch bitte einen Gefallen und gebt unter dem Video einen Daumen nach oben, klickt auf Mag ich und teilt das Video bei Facebook, Google Plus, um auch anderen von diesen versteckten Funktionen bei Lightroom hier ein bisschen zu erzählen. Wenn ihr es nicht eh schon getan habt, dann abonniert auch unbedingt meinen Kanal und schaut auch bei Facebook vorbei auf meiner Fanseite. Die Links dazu findet ihr eingeblendet bzw. in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao.